Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal wieder um die Fiole der Sande gehen. Ich versuche immer noch das Rezept zu kriegen und das letzte Mal hatte ich ja schon 50 von diesen restaurierten Artefakten besorgt und versucht hier bei der Händlerin ein bisschen zu gamblen, um dementsprechend genug Artefakte zusammenzukriegen, um dementsprechend hier bei den Tolvir ist es, glaube ich, genau, Tolvir, diese Materialien zu kriegen, um dann die Fiole der Sande rauszuziehen. Das letzte Mal, um es schon ein bisschen vorwegzunehmen, war das leider eine Nullnummer, deswegen, ja, habe ich mir nochmal ein bisschen was gefarmt und ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal rein, ob wir vielleicht diesmal ein bisschen mehr Glück haben. Also, wir haben hier verschiedene Kisten. Moment, ich kann mir die, glaube ich, hier besser rauskaufen. Wir brauchen einmal die Tolvir-Kisten. Ich hatte es letztes Mal zwar, glaube ich, schon mal so am Rande erklärt, aber ich mache es gerne hier nochmal für die, die vielleicht das letzte Video nicht gesehen haben. Es ist so, man kann bei den Tolvir nur in Uldir, ist es, glaube ich. Uldum ist es. Jetzt, ich bin gerade am Überlegen. Uldum ist das Gebiet. Uldir war, glaube ich, die Raid-Instanz. Uldum, genau. Kann man diese, diese Artefakte farmen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil das immer ein bisschen ätzend ist. Das ist nur eine Zone und dann muss man 5 andere Zonen farmen, bis man dann wieder eine Archäologie-Node kriegt und dementsprechend habe ich ein bisschen in Warlords of Draenor gefarmt. Da kann man dann die hergestellten Artefakte in so eine Kiste einpacken und die kann man dann wiederum umtauschen gegen diese Fragmente, die ich mir jetzt gekauft habe, hier von den Tolvir. Und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, kriege ich da genug Stuff raus, um dementsprechend vielleicht so eine Sarkophag oder irgendwie sowas ist es, zu bekommen. Und da kann wiederum die Kanofe, genau so heißt es, sieht aus wie ein Sarkophag, ne? Kanofe heißt es. Und da kann wiederum die, das Rezept drin sein für eins von den letzten Eichi-Rezepten. Was ich brauche, ist quasi dieser Sandsteindrachen. Und ja, mal gucken, ob wir da ein bisschen Glück haben. Warte mal, ich kann das jetzt hier schon mal aufmachen, beziehungsweise, Moment, tun wir das mal hier hin. Ja, das funktioniert nicht. Ich hatte das, glaube ich, mal in mein Makro reingepackt, ne? Dann kannst du das nämlich ein bisschen schneller machen, hier das ganze Zeug. Egal, 50 Dinger kann ich auch noch so aufmachen. Geht gerade noch so. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar so Hieroglyphen-Dinger rein. Oh, warte mal, ich habe schon zu viele im Inventar. Gut, 2 Stück habe ich von diesen Hieroglyphen. So, der Ring, der hat jetzt schon mal nichts gebracht. Das war jetzt schon mal komplett wasted hier. Paar auf. Sagt euch selbst nochmals, dass dies nicht wirklich eure Freunde sind. Ich liebe das bei Archäologie, ne? Ganz am Anfang, wo ich das nicht gecheckt habe, wo dann diese Sounds kamen, dachte ich mir, ich habe nur irgendwas offen auf dem zweiten Tab. Aber wenn du irgendwie so Archäologie-Dinger lootest, dann kriegst du hier diese random Sounds, was so ein bisschen creepy ist. So, also die Sandburg, die dürfte mir auch nichts bringen. Na super, ich krieg halt einfach noch eine Sandburg. Ja, hier, da kann's drin sein, Leute. Jetzt Daumen drücken. Nein, warum ist es denn nicht drin? Kacke. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Drop-Chance das hat. Bis ich die nächsten Sachen farm, schaue ich das, glaube ich, mal nach. Wobei ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich es überhaupt wissen will, wie viel Prozent Drop-Chance das Ganze hat. Ich habe einen internen Taschenfehler. Perfekt. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Relikte verloren. Die anderen noch langsam auf. Ich hoffe, ich kriege noch eine von den Dingern, ne? Ihr seht schon, das ist ein Riesenrotz und diese 50 Dinger zu farmen, das dauert schon seine Zeit, ne? Also das sind 50 Archäologie-Dinger, die ich davor schon gecraftet habe, die ich dann wieder darum umwandeln musste. Oh, weil, komm, gib mir noch eins. Nein, noch ein seltenes Item. Ich hasse es. Ja gut, das war wieder eine Nullnummer. Hier kriegt man ein bisschen ein paar Mal... das bringt sogar 100 Gold. Und so einen epischen Ring habe ich gekriegt, aber der bringt mir halt gar nichts, ne? Der ist accountgebunden. Den könnte ich zu irgendeinem Twink schicken, aber ehrlich gesagt, ja, kann ich das Ding auch vergessen. Kann ich das verkaufen? Ne, das kannst du nicht verkaufen. Gut, Leute, das war mal wieder nix. Ich mache ein bisschen Archäologie wieder und ja, dann werde ich mich wieder melden, sobald ich wieder ein paar Kisten zusammen habe. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.